Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, wir haben jetzt die drei Banditenlager endlich geschafft und müssen jetzt weitermachen. Die Rache der Nora, Rede mit Sona. Wir sind jetzt an dem höchsten Punkt anscheinend auf der, ja, auf dem Teil von dieser Map hier. Und jetzt schauen wir mal, wo die Sona ist hier. Schauen, was die zu erzählen hat. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Tja. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Alles klar. So, okay. Folge Wahl. Schau mal, wo er hingeht. Richtig cool gemacht mit dem Wetter. Heftiger Regensturm hier. Ich bin nass bis auf die Knochen. So, wir holen uns auf jeden Fall hier Medizin gleich. Ah, das war der Brennwurzel. Hat er ausgeschaut wie Medizin. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Da bin ich ja gespannt. Ich hoffe mal nicht, dass es von Sägezähnen bewacht wird oder so ein Scheiß. Ich denke mal, dass wir da hoch müssen. Okay, der Regen wird leichter. Das heißt, wir haben gleichzeitig auch bestimmt besseres Sichtfeld. Nimm meine Hand. So, okay. Betritt den Metallring abgeschlossen. Suche im Metallring einen Blick auf die Lohe. Ich denke, es ist wieder so ein Lohe-Behälter. Vielleicht steht auch so ein Behälter genau irgendwo an der Mauer dran, dass wir den... Nimm du den da rechts. ...kaputt ballern müssen. Wie soll ich denn den nehmen? Von dir lasse ich mich nicht aufhalten. Okay, ist ja schon runtergesprungen, oder was? Oh. Du kannst dem Schatten nicht entkommen. Ja, mach mal. Mach das ganz gut. Jemand fast gesehen? Fast. Suche Metall im Blick auf die Lohe. Blut für dich. Hier runter. Immer schön looten. Brauchen wir schöne Metallscherben. So, okay. Werden wir mal schauen, ob uns unser Scanner hier was sagt. Oh, wow, 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 wow. Alles klar. Röhrücken, Wächter, Scheiße. Die verdorbenen Maschinen haben es echt nochmal in sich, muss ich sagen. Kein Platz mehr. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Hallo?
den linken. Warte, komm hier nicht hoch. Egal, ich komme hier nicht hoch. Wie ist der denn da hochgekommen? Hier durch. Oder darüber, oder was? Ist denn der? Wie ist denn der da hochgekommen? Ah, da. Muss mir da jemand sagen, dass ich da hochspringen kann, Mensch. Suche Metallringe im Blick auf die Lohe. Hier ist Wal. Feindlicher Mensch. Kann man dir gleich einen Kopfschuss geben? Ist erledigt. Jetzt legen wir um, komm. Ist down. So, okay, schauen wir mal. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Wal. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wal einstürzen. Wow, what the fuck? Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück. Erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Oh mein Gott. Wie soll ich denn da hinkommen? Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Was? Okay, schauen wir mal. Der geht nur da im Kreis. Alles klar. Das kann ich nicht da oben irgendwie lang. Ich habe aber nichts, wo ich mich verstecken könnte. Praktisch da runter irgendwie, aber wie soll ich denn den ausschalten? Schwäche, Feuer und Eis. Ich weiß nämlich, ob denn die hier hochkommen oder nicht. Oder ob ich da runter gehen kann. Probier das einfach mal. Shit happens. Nie. Okay, der ist down. Die könnte man doch praktisch umlegen, wenn der da hinten vorbei rennt, oder? Mal, den kriegen wir auch. Wir laden nach. Das heißt ja für mich praktisch, ich könnte rein theoretisch. Da hängt noch einer rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt aufgehen oder sorge, wenn ich jetzt den hier wegballer. Ich probiere es aber erst, wenn der das blöde Viech da auf der Höhe ist. Schleiche dich zu Lohe. Okay.
Mal dürften die mich ja nicht sehen. Ich warte jetzt einfach mal, bis die... Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Warte jetzt einfach mal, bis die das Fragezeichen wieder weg haben. Machen wir das nochmal hier. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Ja nicht. Die Lohe entzünden, und zwar schnell. Na, die Lohe ist da oben, oder? Okay, alles klar. So, das war schon mal falsch. Okay. Probieren wir es nochmal. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Mal killen jetzt hier. Den kriege ich nicht. Oh, jetzt geht er da oben lang. Was ist denn da los? Wir dürfen gar nicht da oben sein. Der ist tot. Sie geben auf. Ich den Fragezeichen wieder. Ist das eine Leiche? Tot, aber noch nicht lange. Vorsicht! Jemand auf uns abgesehen. Da! Ah. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Oh. Ein Geschenk des Schattens. Ich muss die Lohe entzünden, und zwar schnell. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Boom. Eloy. Mach was, Jo. Irgendwie schauen wir irgendwie einen Sicherheitsringer hier. Ah!
der Große wird das Problem werden, denke ich. Eigentlich gewesen sein. Eine hier noch. Ich suche mir jetzt mein Ziel. Okay, erledigt. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Yeah. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Ich schau mal die Brüllrücken da, mit den komischen Feuerrücken. Wir müssen auch schneller zu killen gehen. Das gibt's doch nicht. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. So, okay. Wir werden jetzt noch looten. So viel wie möglich halt. Trankbeutel ist auch voll, ey. Schauen wir mal, ob ich den Trankbeutel. Fischgeräte brauche ich da. Eieiei. Okay. Dann müsste ich etwas anderes ab. Das ist blöd. Herstellen. Schweinsknochen. Legen. Ist ärgerlich, jetzt zwei Tränke. Aber es hilft nicht. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Kehre zu Dan zurück. 1400 Meter. Da schauen wir doch mal, ob wir das nicht mit der Schnellreise machen können. Boah, das fährt ganz schön weit, gell?
Wo war denn überhaupt das andere Lager? Altes Gefäß, andere Lager war doch... Reisen. Okay, machen wir das mal. Wir haben ja noch 9 Stück, glaube ich, 9 Schnellreisepakete. Würde ich sagen, wenn wir jetzt in dem Lager sind, schauen wir doch gleich mal, ob wir uns vielleicht eine Waffe kaufen können. Wir haben jetzt schon, glaube ich, einige Metallsplitter. Vielleicht geht ja da schon was. Vielleicht ein neuer Bogen oder irgendwie sowas wäre schon geil. Der ein bisschen mehr Schaden verursacht. Ich habe immer noch den Standardbogen von ganz am Anfang. Lagerfeuer. Okay, wo sind wir jetzt? Okay. Die Nora werden die Verbreitung. Ja, Mutterkrone. Er ist bei Großmutter sicher. Was immer mir auch. Wir könnten mir gleich mal abgeben, weil ich habe hier noch eine Quest erledigt gehabt. So, wie denn? Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Auftrag abgeschlossen. Zuflucht. Okay, eine Belohnungskiste. Ich habe daraus gelernt. Schatzkisten. Jetzt haben wir schon wieder einige Schatzkisten. Die machen wir doch gleich mal auf. Alles. Kann ich die nicht nehmen, oder was? Ich glaube, wir sind vom Holz ja voll, oder? Oh. Okay, wir sind vom Holz ja voll schon. Okay. Fertigkeiten. Präzision. Und wie kann ich denn Präzision skillen, Leute? Drücke R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinen und Menschen zu erledigen oder größere Gegner zu. Ah, verlängerte Überbrückung. Ja, dann machen wir das doch. Auf unbegrenzte Zeit. Jo, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Bestand auf mehr Rohstoffe und Plündern von vernichteten Maschinen. Machen wir doch das. Okay. Das Tisch schon mal hinter uns und dann. Geralsgeschichte. Haben wir noch nicht irgendwas erledigt hier? Quests aktiv. Überprüfe Geralsgeschichte. Hauptquest, okay, dann machen wir jetzt nicht weiter. Aufträge, Jagdglück. Offene. Jagdgebiete, Brutstätten hätte ich gerne mal Bock drauf. Du, wir machen jetzt mal die Brutstätten. Brutstätten, ne? Genau, das ist eh schon angewirrt, aber ich brauche jetzt erst mal einen Händler. Lose Mädchen, sie ist zurück. Wo gibt es denn hier einen Händler? Ein bisschen was verkauft. Da ist ein Händler. Okay, ich werde erstmal speichern, Leute. Die Welt wird weiß. Und dann schauen wir noch, was der zu verkaufen hat. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Scheiß hast, dann kaufe ich auch was. Handeln. Gefällt dir was davon? Natürlich. So, schauen wir mal Waffen. Was hat der denn Schönes? Oh, Schattenschleuder. Ich will aber keine Schleuder jetzt.
hätte das schon einen Bogen, aber... Karcher Jägerbogen, nee. Nee, da kaufe ich noch nichts. Gedacht, dass du vielleicht irgendwie einen Bogen hätte. Da, das steht dir gut. Und es schützt dich vor dem Gift, das diese verdorbenen Maschinen absondern. Grenze überschreiten? Was ist das? Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Okay, verabschieden. Ja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. So Leute, ich würde sagen, wir machen aber an der Stelle jetzt einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Brutstätte Sigma. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, dass es sehr, sehr spannend wird. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen oder über ein Like oder einen Kommentar. Schreibt einfach ein bisschen in die Kommentare. So ein bisschen schnacken ist immer geil. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi. Ich war selbst.